So. Der darf nicht umsonst sein. Du kannst sie nicht zurückholen. Lass Onkel Jay übernehmen. Nie mehr dunkle Erinnerungen, nie mehr Schmerz, nie mehr Angst. Ehrenwort. Ivy. Oh nein. Sir? Alfred, führe einen Satellitenscan der Stadt durch. Sag mir sofort, wenn du den Cloud Burst hast. Natürlich, Sir. Wo gehen Sie hin? GCPD. Ivy war immun gegen Scarecrows Gift. Hm. Sie glauben, sie wird helfen? Sie hat keine Wahl. Okay. Hallo, hier ist noch Route 1986. Herzlich willkommen zu Batman Arkham Knight zu Part 30. Und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und weiter geht's. So. Batman, was im Unterschlupf passiert ist, war kein grausames Spiel. Es musste sein. Heute Nacht geht es um mehr als Gotham. Scarecrow! Der gescheiterte Held, das ist es, was die Welt sieht. Du mieses Schwein. Ich muss in Reichweite der Fernsteuerung bleiben. Ja, ist klar. Wo ist denn der? Ja, schön für dich. Die alle rennen. Aber natürlich kaufe ich. Ach Quatsch, ich kaufe einen. Natürlich. Ich dachte dem Arkham Knight, dass er dich nach der heutigen Nacht töten darf. Ich warte ihm aber, dass deine Überreste nicht mehr Batman sein dürfen. Warte, ich guck grad mal kurz was. Okay. Das ist aber wirklich das Letzte, was ich hier ein Ding mache heute. Eine Hauptquest. Das nächste, was wir davon. Ach komm. Das nächste, was wir davon machen, ist dann aber wirklich eine Nebenquest. Deswegen mal noch mal ein paar Nebenquests wegkriegen heute. Wenn nicht heute, dann mache ich es morgen. So. Los geht's. Hi. Schön, dich zu sehen, Batman. Ja, hallo. Ich freue mich, euch auch zu sehen. So, dann gehen wir mal jetzt hier entlang. Hast gehört, es lief nicht so gut auf diesem Luftschiff. Die Männer. Hey, Mann. Alles in Ordnung? Pass auf dich auf. Nein. Ich guck gar nicht hin. Hi. Ja, kenn ich. Was ist auf dem Luftschiff passiert? Scarecrow hat sich den Cloudburst geschnappt. Schätze, das ist übel. Wo ist Gordon? Er sucht immer noch nach Barb. Ist nicht zu erreichen. Sag mir, dass du sie gefunden hast. Cash. Es tut mir leid. Nein. Sag nichts. Nicht sie. Wenn Gordon hierher kommt, sperren sie ihn ein. Wenn er sich Scarecrow vornimmt, kann das niemals gut gehen. Das ist wahr. Warte.
heißt, die müsste jetzt hier sein. Okay. Meine Güte, was ist denn jetzt wieder? Der aussieht oder die? Gut, dass du hier bist, Batman. Hi. Ich hätte diesen Kerl fast erwürgt. Nein! Oh, blumiger Tag. Ich möchte springen. Batman ist hier. Die Spiele beginnen. Schluss mit deinen kranken Spielchen, Jarvis. Die Geiseln, wo sind sie? Juchhe, juchhei. Oh! Eins, zwei, drei. Drei Uniformen, keine vier. Wer lebt, wer stirbt, liegt ganz bei dir. Was hast du ihnen angetan? Gut. So brachial, frag mich wofür. Mein Geist geschult, kein Schmerz ich spüre. Sollen wir das auf die Probe stellen? Ach, Batman, hab keine Angst. Spitz nur die Ohren! Noch ist nichts verloren. Lausch der Sirenen Lieder. Dann entdeckst du Alice in dir wieder. Ah, okay. Warte mal. Oh. Ach, schön, jetzt bin ich noch wieder gekommen mit dem Mikrofon. Ausgerechnet muss ich jetzt hier hingeraten, ey, leckt mich doch alle. Alle direkt, ja, wo bin ich denn jetzt hier zum Teufel, ey? Alter, wie weit gehe ich denn noch? Alter, echt. Falschen Raum gegangen. Boah, nee, echt. Ja, dann müssen wir das eben damit lassen, eben. Bin ich jetzt denn nicht richtig hier? Ah, hier hin. Bin gerade falsch gegangen, ey. Immer noch kein Erfolg beim Dekodieren. Wir haben hier nicht die richtige Ausrüstung dafür. Aha. Oh Leute, ey, wirklich, das ist doch echt bekloppt. Ey, verarscht ihr mich jetzt gerade ein bisschen hier? Ja, ja, war ich doch, Alter, verarscht ihr mich gerade? Er ist doch hier. Alter, ohne Witze. Das finde ich gerade nicht witzig jetzt, ey. Mann. Wie zur Hölle sollen wir jetzt noch zurückschlagen, Batman? Sich an, als würden wir untergehen. Ja, tun wir aber nicht, keine Angst. Ich bin doch da. Eigentlich nicht, ich mach richtig hier ruhig.
Dann kann man endlich. Hi. Da bist du ja. Sieh mal, das sind meine Sachen. Das ist also mein Andenken, was? Nicht mal eine Statue. Die meinen wohl, sie könnten mich einfach zu den Akten legen, oder? Ich bin nicht ohne Grund zurückgeschickt worden, Bruce. Und diesmal wird mich sicher keiner vergessen. Eine Elektroschock-Pistole. Sie gehört Batman alias. Wir fragen lieber nicht nach. Batman hat das mit dem Rest der Beweise aus Arkham City hier gelassen. Cool, sowas in unserer Asservatenkammer zu haben. Hoffentlich will er es nicht mehr zurück. Eine Elektroschock-Pistole. Sie gehört Batman alias. Wir fragen lieber nicht nach. Besser nicht. Hat das mit dem Rest der Beweise aus Arkham City hier gelassen. Cool, sowas in unserer Asservatenkammer zu haben. Hoffentlich will er es nicht mehr zurück. Ha, endlich. Distanzstromladung. Ach so, geht es dann halt so. So, jetzt habe ich die auch endlich. Ha, sehr subtil. Ich weiß, das ist die Asservatenkammer, Bruce. Aber denk doch mal an die Spuren. So. Ja, ja, schon für euch. Ich auch, glaube ich, mit hier. Eigentlich bin ich in der blöden Asservatenkammer gewesen, wo ich hin wollte. Meine Güte, ey. Ihr nervt, ey. Endlich habe ich die blöde Asservatenkammer gefunden. Ich halte ihn nicht auf. Das siehst du mich an. Leute, jetzt muss ich gerade erstmal gucken. Ach, das ist doch Nerven gerade, echt wirklich. Das ist doch nervenzerreibend, ey. Ah, jetzt der Scheiß hier frei, oder was? Nicht frei, aber hier. So, jetzt aber hier hoffentlich. Ja, hallo? Ja, jetzt auf einmal was. Ich brauche deine Hilfe. So wie ich das sehe, brauchst du ein Wunder. Warum macht dir das Gas nichts aus? Du hast Angst. Hättest du auch, wenn du wüsstest, was Scarecrow vorhat. Und warum sollte ich dir trauen? Weil ohne deine Hilfe jede einzelne Pflanze in dieser Stadt sterben wird. So wie diese Ding-Missionen, die machen wir auch noch, aber ich lasse das erstmal momentan. Wegen diesem Wunder. Ich habe eine Spur als Gegenmittel für Cranes Gift entwickelt. Ich bin noch eine Stunde. Wenn man weiß wie und Pflanzen auf der Polarebene manipulieren kann. Könnte das die ganze Stadt schützen? Theoretisch. Aber allein schaffe ich es nicht genug davon zu produzieren. Dann besorgen wir dir Verstärkung. Wohin? Die botanischen Gärten. Das sind die ältesten Pflanzen Gothams. Sie verraten mir, was wir tun müssen. Ah, okay. Diese Medaillen habe ich jetzt dann hier oben schon eingetragen, aber ich mache diese Aufgabe noch nicht, das lasse ich momentan, weil ich mache zuerst mal das jetzt zu Ende, was hier ist, und dann kann ich dann später das auch mit. Ich habe es jetzt eingeschrieben, weil ich jetzt bei Mad Hatter war, deswegen habe ich das jetzt eingeschrieben. Weil ich mich vorhin verlaufen habe, das war eigentlich jetzt keine Absicht von mir gerade vorhin. Cash, das Rolltor öffnet sich nicht. Was ist los? Da draußen ist ein verdammt dicker Panzer unterwegs. Sieht unfreundlich aus. Ganz wie ich. Öffnen Sie das Rolltor und ich scanne ihn vom Dach. Vielleicht finde ich eine Schwachstelle. Ich mach auf. Lass dich nicht umbringen. Nee, lass dich schon nicht, keine Angst. Okay. Ich guck kurz mal meine Ausrüstung nach. Ja. Endlich, wir haben jetzt die nächsten Dinge auch endlich. Wir haben jetzt gleich cool gehabt. Ich hab gedacht, ich hol's mir jetzt gleich. Das ist mir lieber gewesen. So, dann machen wir mal raus jetzt hier. Naja, geht automatisch hoch. Super.
Brauche ich nichts mehr machen. Da ist der Panzer. Ich muss seine Hülle scannen, um eine Schwachstelle zu finden. Mhm. An alle Einheiten, Cobra-Panzer in Sektor 3 entsandt. Alle nicht essentiellen Einheiten, Gegend umgehend räumen. Das Weltbunker beherrscht diese Straßen nicht. Hm. Auf diese Entfernung muss ich zum Scannen auf das Ziel zoomen und fokussieren. Ach so. Ja, Leute, ey, das sagt... Ey, Leute, ihr seid doch so behindert. Das sagt ihr mir jetzt erst? Alter. Ich bin zu weit weg für einen richtigen Scan. Ein Mann, der leidet. Ein Mann, der die unausweichliche Wahrheit wird. Ja, Alter. Verarscht mich jetzt gerade. Oh ja, Leute. Nein. Ah, jetzt. Die linke Seite ist gescannt. Jetzt muss ich die Rückseite und die rechte Seite scannen. Mhm. Die Rückseite ist gescannt. Jetzt die rechte Seite scannen. Ich habe diesen Bereich bereits analysiert. Come on. Ich habe keine gute Sicht. Ich brauche einen besseren Winkel. Den Bereich habe ich schon analysiert. Ich habe diesen Bereich bereits analysiert. Verarscht ihr mich jetzt langsam gerade ein bisschen irgendwie? Hallo? Wie weit soll ich den Panel noch verfolgen? Den Bereich habe ich schon analysiert. Ja, ist gut, Alter. Wie soll ich den hier weiter analysieren, wenn ich halt mal hinkomme richtig an den Tür? Ich habe diesen Bereich bereits analysiert. Behindert, ey. Ich komme nicht mal an den Planer richtig dran zum An. Zum Scannen, Alter. Den Bereich habe ich schon analysiert. Dann eben noch die Seite. Alter, jetzt rollt er auch noch da rein, Alter. Was für ein Planer, ey. Jetzt darf ich den Planer auch noch nachrennen hier, ey. Was soll denn der Fuck, Alter? Ich habe keine gute Sicht. Ich brauche einen besseren Winkel. Ja, ist gut, Alter. Das heißt, ich brauche den Teil noch. Ja, jetzt bleib doch mal stehen jetzt, Alter. Die Cobra-Drohne würde das Batmobil nach ein paar Schüssen in Stücke reißen. Yes, endlich. Ihre Panzerung kann von den Waffen des Batmobils nicht durchdrungen werden. Sie hat aber eine Schwachstelle. Der hintere Auspuffstutzen führt direkt zur Energiequelle. Ein gut platzierter Schuss mit dem 60mm Geschütz sollte sie ausschalten. Hm. Na also. Jetzt kann ich den ganzen Weg wieder zurück. Super. Nur weil der Penner nicht richtig da sitzen geblieben ist, ey. Zu viel, ey. Echt. Egal, ich hab's glaube ich so öffentlich nicht mehr so oder so nicht mehr weit. Oder ich überhaupt, wo ich hin muss. Nein, das ist doch echt krank. Alter, ist das. GCPD, ich bin drüben. Na, also. Das Ding ganz offen. Perfekt. Mal gucken, ob wir das hinkriegen.
So. Okay. Auf dem Radar kann ich die Drohne verfolgen, damit ich die Auspuffstutzen von hinten anvisieren kann. Oh, da hinten ist der Penner. Hi. Jetzt muss ich echt aufpassen. Gucken, wo die Drohne hinfährt jetzt gerade. Mhm. Aha! Mit Erz. Sperrpanzer zerstört? Unmöglich. Wir wissen, welches Kaliber er einsetzt. Die Panzerung hätte standhalten müssen. Man kann nicht einfach einen einzelnen Kampfpanzer einsetzen und erwarten, dass er ihn zerquetscht. Batman ist zu gut dafür. Perfekt. Phase 2 des Angriffsplans aktivieren. Alle Cobras in Formation einsetzen. Ja, schon durch. Mr. Wayne, ich hoffe, der Panzer hat Ihnen keine Probleme bereitet. Ja. Ich dachte, es würde Sie interessieren, dass das angeforderte Batmobile-Upgrade beim Uhrenturm auf den Einbau wartet. Falls der Wagen überhaupt noch ganz ist, natürlich. Ja, natürlich ist er noch ganz. Danke, Lucius. Gut, dann bin ich jetzt hier den Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Euer Naruto 1986. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Wenn ihr ja wieder einen Daumen hoch gibt und alles andere macht. Dankeschön. Ja. Auf Wiedersehen. Bis gleich. Sie war nicht die erste deiner Freunde, die gefasst. Junge, was ist los?